Am gleichen Tag in Sam's Diner. Ist aber teuer. Und bitte sehr. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bis bald. Willkommen in Sam's Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Blacksad, Privatdetektiv. Ich arbeite für Sonja Dunn. Ich muss Ihnen ein paar Fragen zu Joe Dunn stellen. Gewiss. Aber ich arbeite gerade. Gesundheit. Vielleicht später? Ich kann hier keine Kunden sehen. Ich brauche Ihre Hilfe, um Yale zu finden. Ich sehe hier nur einen Kunden, der am Tresen sitzt. Und der bittet um Ihre Mitarbeit. Höflich, wie wir sind. In Ordnung. Könnte ich bitte einen Hamburger bekommen? Bis dann, Joe Dunn. Was können Sie mir über Sonja Dunn sagen? Ach, den Hamburger können wir ja dann dem Ziegenbock geben. Aber wir fragen Sie erstmal ein bisschen aus. Was können Sie mir über Sonja Dunn sagen? Ich kenne sie ja kaum. Aber sie sieht mir nach einem cleveren Mädchen aus, die Arme. Mary Purell kennt Sonja dann kaum. Wo könnte Bobby Yale sein? Irgendeine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte. Woher soll ich das denn wissen? Er ist nur selten da, wenn ich den Club sauber mache. Bobby scheint mir ein netter Junge zu sein, aber ich kenne ihn ja kaum. Okay, den kennt sie auch nicht. Was ist denn mit Jake Ostiombe, dem alten Gorilla? Was halten Sie von Jake Ostiombe? Wer? Wer ist das? Ein großer Gorilla. Auch ein Boxer. Ein Freund von Joe Dunn. Ach ja. Ich kenne ihn ja kaum. Ich mag nicht, wie er mich ansieht. Was ist mit Joe Dunn? Sprechen wir noch ein wenig mehr über Joe Dunn. Oh. Sie haben die Leiche gefunden. Woran erinnern Sie sich noch? Könnten Sie mir sagen, wie Sie Duns Leiche gefunden haben? Naja, ich dachte, ich wäre allein. Ich mache morgens ganz früh sauber, bevor Mr. Dunn hereinkommt. Oh, dann haben Sie also die Schlüssel zum Club. Ja, natürlich. Da war Farbe auf dem Boden, also dachte ich so bei mir, dass ich wohl an diesem Morgen viel zu tun haben würde. Und dann habe ich ihn gesehen. Wie er da hing. Wie ein Mobile über der Wiege eines Babys. Ich glaube, dann bin ich in Panik ausgebrochen. Als ich mich wieder beruhigt hatte, habe ich die Polizei angerufen und draußen gewartet. Tut mir leid. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Keine Sorge. Aber wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, lassen Sie es mich wissen. Wie war dann als Boss, wie war dann abseits des Boxclubs? Das wird sie wahrscheinlich auch nicht wissen. Wie war er denn als Boss? Was für eine Art Boss war Joe Dunn? Einer von der guten Sorte. Hat immer pünktlich bezahlt, ist nie laut geworden. Wenn ich ihn um einen freien Tag gebeten habe, hat er sogar den Club sauber gemacht. Okay, also scheint er ja echt ein gutmütiger gewesen zu sein. Wie war Dunn abseits des Boxclubs? Keine Ahnung. Ich habe ihn nur im Club... oder da drüben gesehen. Das war sein Stammplatz. Ich glaube, alle haben ihn gemocht. Danke. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum er sich umbringen würde. Er hatte Probleme mit seiner Tochter, er war Witwer, er hatte Geldprobleme. Ich habe gehört, mit seinem Verhältnis zu seiner Tochter stand es nicht zum Besten. Ach, wirklich? Der Arme. Ich habe ja selbst keine Kinder, aber... das muss wirklich hart sein. Die reagiert auch auf gar nichts, ne? Verwundert oder so. Die scheint echt gar keine Ahnung zu haben. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Vielleicht hat er das ja nie verwunden. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch. Ist schon lange her. Okay, also anscheinend hatte sie auch kein Verhältnis mit ihm, sonst hätte sie wahrscheinlich anders reagiert. Vielleicht hatte er einfach Geldsorgen. Ja. Keine Ahnung. Könnte sein. In letzter Zeit war es im Club nicht mehr so dreckig.
So, was können Sie mir über Ihren Job sagen? Dürfte ich Ihnen Fragen zu Ihrem Job stellen? Zu welchem? Was ist mit Ihrem Job im Diner? Macht's Spaß? Erzählen Sie mir doch von Ihrer Arbeit hier im Diner. Ach, hier ist es wunderbar. Ich liebe meinen Job. Hört man selten. Mein Boss. Oh, freut mich zu hören. Der hat sich nämlich auch gewundert. Okay, also ist sie wahrscheinlich mit dem Boss von dem Diner zusammen? Habe ich das jetzt richtig gedeutet? Wie lange arbeiten Sie schon im Boxclub? Schon, warten Sie, 4, 5 Jahre. Wobei ich nicht glaube, dass ich je wieder einen Fuß dort hineinsetzen kann. Es muss wirklich hart für Sie sein. Tut mir leid. Abgesehen vom Diner und dem Boxclub arbeiten Sie nirgendwo sonst, oder? Dazu hätte ich gar keine Zeit. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich im Boxclub weiter arbeiten möchte. Sie sollten sich vom Boxclub fernhalten. An Ihrer Stelle würde ich nicht kündigen. Oh Gott. Also ich als guter Detektiv und Charmeur sowie Gentleman würde ihr natürlich raten, sich vom Boxclub erstmal fernzuhalten. Da sind üble Burschen unterwegs. Dürfte das Beste sein, wenn Sie sich vom Boxclub fernhalten. Zumindest eine Zeit lang. In Ihrem eigenen Interesse. Mit der Zeit ändern sich die Dinge vielleicht. Danke. Joey hat das auch immer gesagt. Joey? Mary nennt dann Kann sein. Joey. Ich weiß es nicht. Danke. Könnte ich noch einen Hamburger bekommen? Könnte ich bitte einen Burger bekommen? Aber sicher. Normal oder mit Käse? Na, aber mit Käse, hallo. Ich glaube, ich nehme den Cheeseburger. Hm? Ein Burger ohne Käse ist kein Burger. Wollen Sie Pommes? Was zu trinken? Nein, das wäre alles. Alles klar. Für hier oder zum Mitnehmen? Ich nehm's mit. Ein Cheeseburger zum Mitnehmen, Sam. Ist gut. Hä? Was ist denn jetzt? Ach so, wir sammeln jetzt Hinweise, verstehe. Riecht nach Zimt. Nein, Zimt und Burger. Stimmt, wir als Kater haben ja wahrscheinlich eine gute Nase. Okay, wir müssen also jetzt Hinweise finden. An ihr vielleicht noch irgendwas? Sie sehen verquollen und müde aus. Schlaflose Nächte, hektische Tage oder hat sie geweint? Vielleicht alles zusammen. Das kann gut sein. Vielleicht hatte sie ja doch eine eher engere Beziehung zu dem Dunn. So, was ist denn hier? Ach, schön. Schönes Detail. So, wir können auch einmal was sehen und einmal was riechen. Was ist denn mit hier hinten? Warte, der Pfeil zeigt hier... Ach so, okay. Ihre Handschrift ist adrett und sauber. Vielleicht ganz gut zu wissen. Was heißt denn das Gehirn da oben? Schlussfolgerungen vielleicht? Haben wir jetzt alle Hinweise schon gesammelt? Da war doch noch einer offen. Dachte ich. Ich dachte, wir müssen noch etwas sehen. Aber gut. Das scheint es ja gewesen zu sein. Ihr Burger ist fertig. Lass es dir schmecken, mein Freund. Na gut, Sie lassen es sich jetzt erstmal schmecken. Vier Leute haben an jenem Abend die Hintertür benötigt. Ach was. Ich mag zwar blind sein wie eine Fledermaus, aber wie du sehen kannst, sind meine Ohren noch immer intakt.
Vielen Dank übrigens, dass du den Käse nicht vergessen hast. Sag ich doch. Käse muss einfach sein. Vier Leute haben vor 2 Tagen die Hintertür benutzt? Ja, genau. Erste Person, zweite, dritte, vierte. Wer hat als erster die Hintertür benutzt? Wer oder die war ein regelrechter Schrank, hat die Tür aufgeschlossen, ist reingegangen und kam sofort wieder raus. Vielleicht der Gorilla oder das Nashorn? Wer hat als zweiter die Hintertür benutzt? Ein Mann, nur wenige Minuten nach der ersten Person. Er kam wieder raus und murmelte, undankbarer Wichser. Dann hat er etwas in den Müll geworfen und ist wieder rein. Ach nein, Moment. Vorher hat er mir noch eine Münze gegeben. Eine Münze? Hey, sehe ich vielleicht so aus, als würde ich Kleingeld brauchen, ja? Ich meine, ich wohne im Million Star Hotel zum Henker nochmal. Glaub das nur, wenn es dir damit besser geht. Wer hat als dritter die Hintertür benutzt? Den leisen Schritten nach zu urteilen, war der oder diejenige wohl eher klein. Ich würde sagen, das war so etwa 30 Minuten, nachdem die zweite Person herausgekommen war. Wer auch immer das war, er oder sie hatte etwas in den Müll geworfen und einen Moment lang vor mir gestanden. Dann habe ich ein Klick gehört. Schließlich hörte ich aus dieser Richtung leiser werdendes Gelächter. Wer hat als vierter die Hintertür benutzt? Jemand Großes. Ich kann mich an schweres Atmen erinnern. Diese Person hatte es eilig wieder zu verschwinden und ist in diese Richtung gelaufen. Okay, also die dritte Person hatte eine Waffe. Und die vierte hat dann vielleicht die Leiche von dann gesehen und ist weggerannt. Was ist denn ein Expander? Expander. Sie haben da einen Expander auf Ihrem Wagen. Ach so. Was, einen Expander? Ein Dingsbums mit 3 Sprungfedern. Ach, das Dingsbums mit Sprungfedern habe ich aus der Mülltonne. Da hinten. Okay. Hä, was ist das denn für ein Zeichen? Das Katzenzeichen machen wir auch gleich. Sie haben sich vorher etwas seltsam verhalten, aber jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Wie kommt's? Oh, du kannst super sehen, riechen und hören. Wie kommt's? Tja, ich bin halt ein Kater. Tja, ich bin halt ein Ziegenbock. Gut. Dann... Ach so, das ist jetzt die Hinweissuche. Wir können 4 Dinge sehen. War der vielleicht mal Zugschaffner? Man weiß ja nie. Wie es wohl ist, blind zu sein, würde ich damit klarkommen. Ja, wenn man muss. Schön ist das ja nie. Blind und keine Beine. Wie schafft er das nur? So, können wir an dem jetzt noch irgendwie... So, warte. Geht's nicht näher ran? Was ist denn hier? Ah, okay. Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. So, sonst noch was? Achso, das hatten wir ja schon. Also es zeigt zumindest nichts mehr an, deswegen würde ich jetzt mal zurückgehen. So, Farbeimer. Wo haben Sie den Farbeimer her? Der war in der Mülltonne, da hinten. Einen Farbeimer und so ein Dingsbums mit Sprungfedern. Was für ein Abend. danke. Das wäre für den Moment alles. Danke. Hätten wir jetzt noch Hinweise gehabt? Ich weiß nicht, ich quatsch den noch mal kurz an.
Ich weiß nicht, ob wir alles gefunden haben. Wissen Sie sonst noch etwas von dem Tag, an dem Sie das Dingsbums mit den Sprungfedern und den Farbeimer gefunden haben? Ja. Nein. Warte, du da. Nein, jetzt, wo ich's recht bedenke. Nein. Hey, Meister, wie wär's, wenn du dich mal bei einem gut aussehenden Ziegenbock mit einer Fluppe bedankst? Halte ich für keine gute Idee. Schlimmer Husten, hm? Glaub nicht, dass das jetzt eine gute Idee wäre. Sie haben ja jetzt schon einen üblen Husten. Ach, komm schon. Zigaretten haben doch jede Menge gesunder Eigenschaften. Das ist nicht wahr. Komm schon. Nur eine Fluppe, Gnäfer. Nee, und dann verreckst du uns hier noch. Nee. Es ist nur so, dass... Ich will's nicht noch... Was willst du nicht? Was? Du glaubst, du bist für meinen erbärmlichen Zustand nicht verantwortlich? Du glaubst, du hast keine Schuld? Die Regierung war's, hat mich in den Krieg geschickt. Mich auch? Oh, natürlich. Dann weißt du ja auch, wie das ist zu töten. Na, dann ist noch so ein trauriger Penner ja auch kein Problem mehr, Herr Professor. Ich rede nicht gern drüber, das geht sie nichts an. Ja, ich habe Leute getötet. Und doch willst du mir nicht dabei helfen zu sterben? Moment! Das war's ja gar nicht, was ich sagen wollte. Nein, also, weißt du, wir Ziegen springen gern von einem Thema zum nächsten. Ich merk schon. Die Regierung hat für alles geblecht. Uniform, Fraß, Waffen, Kaschemmen, Nüssen, Drohnen. Weißt du, woher das Geld dafür kommt? Aus deinem Sparschwein? Steuern! Ach so. Deine Steuern, werter Freund. Du hast denen geholfen, mir die Beine abzunehmen. Ich erkläre den Krieg. Krieg? Bei jeder erdenklichen Gelegenheit, damit die Waffenindustrie, die ihnen den Wahlkampf finanziert, reicher und reicher wird. Noch reicher. So finanzieren wir denen ihre Kriege. Auch nur die kleinste Verbindung zur Korruption macht uns zu Komplizen. Es sei denn, man schafft es, sie sich auf Armeslänge vom Leib zu halten. Genau das habe ich gemacht, getreuer Lehrling im Million Star Hotel. Also, gefällt dir dein Meister, der Große? Hey, wie heißen Sie eigentlich? Sie haben mir nie Ihren... Okay, der ist eingeschlafen, gut. Hat wahrscheinlich eine harte Zeit hinter sich, der Kerl. So, okay. Wir waren im Diner. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt vielleicht... Draußen steht unser Auto. Aber ob wir nochmal... Warte, hier lang, glaube ich, ne? Ob wir nochmal mit der... Frau dann reden können. Mit der Tochter von dem. Gar keine so schlechte Idee. Okay, Gorilla guckt immer noch böse. Ich lasse die beiden lieber mal allein. Ja gut, dann fahren wir jetzt halt. Jetzt gibt es ja hier eigentlich nichts mehr zu entdecken. Da können wir jetzt auch nach Hause fahren und den Dietrich holen.
Komm. Denn ich würde schon gern wissen, was in dem Spind versteckt ist. So, hier. Geh in dein Büro und hol deine Dietriche. Ja. Telefon. Ja, hallo, hier Justus Jonas von den drei Detektiven. Ich hoffe, das war kein Klient. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ach, ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. Tja, da haben wir den Anruf wohl knapp verpasst. So, bevor wir jetzt aber die Dietriche suchen, mache ich nochmal eine kurze Pause und wir sehen uns entweder beim nächsten Mal oder gleich wieder. Bis dahin!